Ja, klick auf und nach der 01 und nach dem 1. Dezember folgt der 2. Dezember und nach der 01 natürlich die 02. Und ich will es euch nochmal hier erklären, in dem Buch zum Beispiel, ich habe aber leider nur das von 01 bis 39, ist die Einteilung ein bisschen beschrieben, denn die 01 bis 39 sind die Personen schlepptender Lokomotiven. Ja, also mit der 02 habe ich gerade ein bisschen Hüllei. Ich habe die ja voriges Jahr gekauft, da lief die wunderbar. Jetzt stand die seitdem in der Vitrine und jetzt bleibt die in jeder Kurve stehen. Ich habe auch schon geguckt, aber keine Ahnung. Naja, dann müssen wir ein bisschen improvisieren und heute kann ich ein bisschen mehr erzählen. Ich habe auch noch ein paar Bücher übrig, da gibt es ja diese Baureihenbezeichnungen. Wenn da jemand Interesse haben sollte, einfach einen Kommentar schreiben. Ich schreibe mir das dann raus und lösche das. Braucht ihr keine Angst haben, ich tue die ja alle erst kontrollieren, dass ihr da irgendwie veröffentlicht werdet. Und dann habe ich noch was gefunden auf dem Dachboden. Besser gesagt, die Frau hat es gefunden beim Aufräumen. Sie hat sie in eine schöne Kiste verpackt und deswegen war ich der Meinung, meine Wagen sind alle. Weil ich diesen Karton nicht kannte und jetzt kommen sie mit dem Ding und seht selbst. Ja, hier, trara, diese Kiste war mir nicht bekannt und siehe da, meine ausverkauften Wagen sind doch nicht ausverkauft. Ist noch eine ganze Ladung da. Seht ihr mal, wie schwierig das ist, ja 200 solche Wagen zu verkaufen und ich davon ja nur 100. Also ich würde sagen 20 Euro mit Versandkosten inklusive ist ein fairer Preis. Sollte sie jemand alle nehmen, dann gebe ich sie zum Einkaufspreis. Aber da war ja auch schon fast genauso hoch. Also wenn ich sie jetzt hier die Versandkosten abrechne, kriegt er sie zum Einkaufspreis. Das nur mal nebenbei. Ja, das sind also hier die Bücher von Weltbild. Das ist meine Reihe und ich habe aber von jemanden einen Nachlass bekommen und die sind aber wie nagelneu. Wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, dann melden. So, diese Bände wären also alle noch zu haben. Auch hier, wer Interesse hat, einfach melden. Und sind auch noch ein paar andere Bücher dabei. Wie gesagt, alle wie neu. Natürlich als Nichtraucherhaushalt. So, das dazu. Ja, die 02 01 oder auch 18201. Das war eine Lokomotive der Versuchsanstalt in Halle, um Schnellzugwagen mit 160 km/h zu testen, wurde die gebraucht. Ja, und wenn man was sammelt, wisst ihr ja selber, sammelt man erst alles, dann gibt es immer mehr, dann muss man sich spezialisieren. Das hat bei den Dampfloks jetzt dazu geführt, dass ich also nur Kohle geförderte Loks sammle und auch bloß runde Essen. Und wo es Regeln gibt, gibt es auch Ausnahmen. Die 18201 ist jetzt die Ausnahme, die hat natürlich eine Quetschesse und einen Öltender. In Epoche 3 mit Kohletender gibt es die leider nicht, weil ja auch guter Meinung ist, das gab es nicht. So, nun habe ich mich da ein bisschen Ärger, wie gesagt, die fährt hier einmal frei geradeaus, aber in jeder Kurve bleibt die stehen, obwohl die ja, wie gesagt, wunderbar lief. So, dann haben wir hier einen schönen Zug dran mit grünen Elfenbein. Tillich Modernisierungswagen und dann von Kühn, siehst du, jetzt steht sie wieder hier in der Kurve. Und von Kühn bzw. Tillich die Y-Wagen. So, dann müssen wir sehen, dass wir das mal zum Laufen kriegen. Das heißt, dass wenn hier die Filmerei zu Ende ist, ich die Lage mal ein bisschen wieder fahren lassen muss. Dann habe ich wahrscheinlich die Schleifkontakte etwas mit Belag überzogen.
sauber sind sie, aber irgendwie sind sie wahrscheinlich ein bisschen korrigiert. Aber es wird von Runde zu Runde besser. So, jetzt habe ich mal ein bisschen rumgefummelt. Jetzt geht's halbwegs. Habe ich gedacht. Also, ihr seht, es gibt immer mal Probleme. Was mich ja allerdings wundert, weil ich ja das Maschinchen die ganze Zeit in der Vitrine hatte. Und vorher wunderbar ging. Naja, das ist heute mal ein kurzes Video von der 02 und das sehen wir uns dann morgen wieder. Macht's gut, euer Teufel Harry.